So, da sind wir auch schon wieder. Wie gesagt, kurzes Päuschen gehabt, Energy geholt, neue Taschentücher geholt und jetzt geht's auch schon weiter. Aber ich habe trotz allem, das ist nur 2 Minuten, weil wir doch vergessen, wo wir hin wollten. Wollten wir uns nicht eigentlich teleportieren? Nahkampfforschung, Forschung, ja, da sind wir noch ein bisschen zu schwach dafür. Wir könnten eigentlich mal hier hin. Erinnerung, Jora-Verräter. Was ist das? Ist das hier, wo die Raketen abgeschossen werden? Ne, das ist hier vor uns. Da. Was ist das? Das ist Nährfabrik. Wollen wir von dort aus hier rein? Wir gehen mal hier hin. Wir teleportieren uns mal Nährfabrik. So, Nährfabrik. Minikarte, danke. Hau ab, Maus. So, gab übrigens ein kleines Problem mit TS, deswegen war ich jetzt kurz im Pause-Modus, beziehungsweise auf YouTube zusammengeschnitten dann natürlich. So. Ja, 30 Sekunden schaffen wir das mit den Waffen hier nicht. Brauchen wir jetzt nicht nochmal probieren hier. Ja, brauchen wir auf jeden Fall bessere Waffen. Hast du denn eigentlich schon was für uns hier? Was Ausrüstung tauschen? Wir haben 33.000. was können wir uns denn alles für 33.000 holen eigentlich? Wir können erstmal ein paar große Erholungen noch mitnehmen hier. Mal eh gerade im Shop sind so. Ja, lass dich mal wieder blicken. Jo, geht klar. Speichern, Transport und wir wollen eine Fabrik, oder? Ja, genau. Sehr schön, dass das jetzt freigeschalten ist. Echt hilfreich. So, was heißt, wir müssen jetzt hier lang? Das war der Plan, aber dann geht's nicht lang. Gehen wir auf die Autobahn rauf. Sieht ganz gut aus. Ich glaube, der ist prinzipiell stärker, ne? Weil er halt. Ja, war wieder nicht anvisiert. Weil er halt einfach mehr Schaden an einem verursacht, beziehungsweise schneller einfach nur. Aber das meins, 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 meins! Verbeulte Platte. Wir müssen mal Gelumbe verkaufen. Ja, ach komm schon, Eule, lauf hoch! Hep, hep. Boah, was Schlaglöcher, du solltet der Straßentiefbau mal was machen. Guckt euch die Straße an hier.
Aua! Du haust du mich nie? Haben wir eigentlich einen geladenen Angriff? Ja, ich will gerade mal was probieren, Alter. Egal. Was zum Einsammeln? Ne. Los geht's. Die war mir ja gar nicht. Waren wir ja noch gar nicht. Vielleicht hat ja auch 11B sein Pott hier verloren. Ja, natürlich so gar nicht so verkehrt. Dann hätte ich es natürlich ganz gern. Ist so cool. They're from your, huh? Alert. Targets are rogue units 22B and 64B, currently designated for detention. They come for us, idiot! Prepare to engage and inform the captain! Got it! You're both currently wanted by command for desertion. Disengage and surrender immediately. Shut your trap! Können wir lange laden? Schießen beide? Schon mal ausprobieren. Ach, unsere beiden. Wie geil. Aua, aua, aua. Ja. Ich geh schon weg. Boah, kriegen wir denn ihre Waffen? Hat schon ein paar fette Schwerter hier. Oh, ja. Okay, wieso können wir nicht so springen? Okay, also die drei Einheiten, die abgehauen sind, scheinen nicht alleine zu sein. Sondern vielmehr zu einer Gruppe zu gehören. Ist da? Meins? Na, jetzt. Nee, ich will nicht mit dir reden. Hau ab. Nee, bin hier aus, kann ich nicht fischen. Schade. Wahrscheinlich ein bisschen weit weg das Wasser. So, gucken wir mal, ob wir in 11B die Blackbox finden. Gucken wir uns hier natürlich ein bisschen um. Das ist cool, dass wir jetzt die beiden Pots den Laser abfeuern können. Das ist natürlich geil. Ah, da hinten haben wir auch wieder einen Transporter. Oh, da kleben die Teile von den Roboter, von den Maschinen an der Wand. Natürlich auch fett. Muss da mal speichern. Der Posteingang war nicht neu, ne? Hey. Naturkautschuk!
Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen, aber ich glaube 10 Stück. Kommt mir schon sehr bekannt vor. Ja, ich will da nicht runter. Die Sachen wieder da, wie beim letzten Mal? Oder beim ersten Mal, ja. Von wo sind wir denn gekommen? Von, also so weitläufig war das ja doch gar nicht, oder? Wir gehen erstmal da runter. Ganze Brücke zerstört. Wie geil! Ist das Schwert, was wir am Anfang hatten? Einsammeln. Gegenstand erhalten, du hast eine Waffe erhalten. Tugendabbogen. Was? Tugendabkommen. Was? Was ist das für ein Name? Ausrüstung. Waffen. Unser Bestienverderben hat im Moment 109, 210 und 52. Dafür können das hier jetzt glaube ich gar nicht ändern, oder müssen wir ins Hauptmenü dafür? Großschwerter? Okay, also macht schon wesentlich mehr Damage. Da können wir im Waffenset 2 jetzt eigentlich das Set machen, was wir gerade hatten. Ach so, nee, hier muss das andere Schwert hin. Hä? So, und ich habe gerade was gesehen. Kampf. Armschienen. Sagen wir bloß die Fäuste im Moment. Okay, okay. Sehr geil. Man kann alles erhalten. Waren wir das? Oder, hä? Man hat eine ganze Menge gefunden. Tja, cool. Jetzt müssen wir auch wieder den aufgeladenen Angriff ausführen können. Jawohl. Oh ja. Oh ja. Aber wo geht's jetzt lang? Ja? Ja. Muss ich da irgendwo lang gehen jetzt? Sind das letzte Mal nicht von hier unten gekommen. Beim ersten Mal, ja gesagt. Bernstein! Bin gerade ein bisschen verwirrt, wo es lang geht. Vielleicht von der Brücke aus?
Müssen ja irgendwie hier wieder die Fabrik kommen. Naja. Sonnenstrahl. Okay, dann muss es ja irgendwie doch hier lang gehen. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ja, das war natürlich übelst spitze. So, wir können da mal speichern hier mit unserem neuen Schwert. So. Da muss ich sicherlich nicht drauf. Und hier oben geht es ja auch nirgends weiter, oder? Hier sowieso nicht. Da sollen wir auch nicht drauf dürfen. Können wir durch die Tür? Ja. Ja, wie sinnvoll. Wir haben 100 Stunden im Kreis gerannt. Tür jetzt offen? Nö. Hat denn das mit den verschlossenen Türen auf sich? Scheiße. Das ist ein bisschen doof, ne? Hey, du wieder. Ah, die sind immer noch Level 3. Das heißt, die haben eigentlich so ziemlich keine Chance. Wir waren, glaube ich, auch Level 3, höchstens 4, als wir hier angekommen sind. Das sind aber andere Gegner. Hä, was denn jetzt? Hör doch mal auf hier. So, Schluss jetzt mit lustig. Jetzt weiß ich nur nicht, von wo wir gekommen waren. Ah ja, von hier, glaube ich, ne? Jawohl. Ja, die haben natürlich so keine Chance mehr hier, ne? Ob das welche sind. Was? Nicht getroffen. Das welche sind, die das und kurz räuspern.
So, schon ein bisschen besser. Ob der Quintinico, ob das jemand ist, der zum Beispiel das Tutorial nicht geschafft hat. Könnte ich mir so vorstellen. Maus hängt übrigens schon wieder im Bild. Der hat auch plus 20 Gold. Und wenn das mit dem Gold vielleicht prozentual ist, schon offen, prozentual ist von dem, was sie hatten, als sie gestorben sind, würde das ja Sinn machen. Eins. Wie konnten wir ihn zielen? Welche Taste konnte ich denn? Könnte da irgendwie mit dem Pot zielen? War es Licht? Hä? Na gut. Mal gucken, ob wir die kaputt machen können. Ja, die gehen kaputt. Okay, cool. Eisenerz. Hier ging es lang. Ah, runter. Eins. Naturkautschuk. Finden wir den hier? Wieso finden wir den hier? Aua. Überraschung. Meins. Bericht Albert. Aber mit dem Frosch im Hals ist. Bleib da. So, bin ich auch schon wieder. Einsammeln. Gib mir das. Ach dann, nee. Nee, es könnte Naturkautschuk sein. Ach komm, hau ab. Jetzt gib mir das da. Ach dann nicht. Aber das. So. Hopp, 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 hopp. Und runter. Haben wir die übersehen? 1000 Gold! Sind wir gleich an unserem Landepunkt? Wir müssen uns 100% wieder zurückkämpfen. Wo kommt denn ihr her? Die einfach so keine Chance mehr haben, ne? Warten. Ach, jetzt Schluss jetzt hier mit lustig. Scheiße, welche Richtung war es jetzt? Ja, doch hier. Der macht die Funzel aus. Sieht aber cool aus. Hab ich gesagt. Ist er da war offen? Kommt denn ihr her? Hä, war der Roboter voll Blut? Ist da oben noch jemand?
Gibt's da hinten wieder was? Werde ich doch nicht so lange. Oh, 100 Gold. Die haben wir viel fallen lassen gerade. Ich habe heute den übelsten Frosch im Hals, ey. Weil ich gestern 6 Stunden Dauergelaber, ne, vorlesen. Das ist doch ein bisschen viel. Oh, das tut mir jetzt fast leid. Aber das muss einfach sein. Wirklich? Cool, Na gut, geh mal runter. Oh, die Musik von dem Level ist auch ist immer noch geil. Immer noch übel. Meins? Kleines Zahnrad. Haben wir noch nie gebraucht, oder? Drochnigt, Dronchick, wie immer. Ja, was willst du von mir? Bin mir nicht sicher, ob wir wirklich den ganzen Weg zurück sollen. Aber wenn nicht, schaden kann es auch nicht. Obwohl ja zwischendurch schon neue Gegner aufgetaucht sind. Also vor allem stärker, ne? Daran erkennt man sie ja am meisten. Ich glaube, mit den Gegnern so wie am Anfang, also so wie sie jetzt sind, hätten wir am Anfang keine große Chance gehabt. Analysis. Yorha Type B body confirmed. It belongs to the missing unit known as 11B. So this is where you landed. Pod, can you access her black box? Negative. Unit 11B's black box has been irreparably damaged. Proposal. Unit 2B should recover any usable weapons. Fragmented data detected in memory region. Okay. Oh. FP-Suchplan. Reaktivierung abgeschlossen. Die Überprüfung meines Körpers weist verschiedene Fehler auf. Die Kommunikationsfunktionen sind zerstört. Ich kann weder mein Team noch den Bunker kontaktieren. Ich werde einen Entwurf dieser Nachricht als Protokoll zurücklassen. Verstrichene Zeit 10 Minuten. Und 13 Sekunden. Ich überprüfe meinen Plan noch einmal und nutze meine angebliche Zerstörung in diesem Einsatz als Tarnung und trenne jegliche Kommunikation. Ich gehe dann unterhalb der verlassenen Fabrik durch und fliehe nach weiterer Analyse. Stelle ich fest, dass ich in meiner Flugeinheit von Flugabwehrfeuer getroffen wurde, wodurch mein Körper Schaden erlitten hat. Doch kein Problem, er kann repariert werden. Entschuldigung. Verstrichene Zeit 15 Minuten 21 Sekunden. Mir ist kalt, meine sensorischen Systeme scheinen zu versagen. Das ist ein Android. Ein Android ist kalt, ne?
Verstrichene Zeit 33 Minuten und 12 Sekunden. Bildfehler bedecken meine Sicht. Es treten häufige Viruswarnungen auf. Es ist nicht sicher, ob ich infiziert bin oder das Systemfehler. Was? Infiziert? Davon haben wir doch schon mal was gehört. Verstrichene Zeit 33:21. Also nur ein paar Sekunden später. Die Reparaturen gehen langsam voran. Vielleicht, weil ich durcheinander bin. Verfolger werden kommen, wenn ich mich nicht bald auf den Weg mache. War meine Flucht ein Fehler? Oh, ich glaube, wir werden es erfahren. Oder wir wissen es ja schon. 33 Minuten und 31 Sekunden. Ich habe Angst, ich will zurück zum Bunker. Aber ich kann meine Kommunikation nicht wiederherstellen. Verstrichene Zeit 38 Minuten. So kann das nicht weitergehen. Ich kann hier nicht bleiben. Ich muss weg. Die Jura-Schwadron hatte Unrecht. Ich muss an einen sicheren Ort. Ich habe Angst. Verstrichene Zeit 45 Minuten. Schmerzen. Sie tun weh. Hilfe. Warum aufhören? Wer bin ich? Falsch, falsch, falsch. Ich muss weg. Okay, womit hatte die Jora-Einheit Unrecht? She was planning to go AWOL. Violation of regulations detected. However, due to the death of the unit in question, corrective punishment is impossible. I'll bring this weapon back to 16D in the bunker. Okay. Ich will die Waffe behalten und nicht im Bunker bringen. Falsch, so. Oh Mann, ja. Waffen.